ground shake. Willkommen Leute, Engram Sonntag Folge 23 steht an. Letzte Woche musste es leider ausfallen aus privaten Gründen. Diesmal ist es wieder da, im Engram Sonntag. Ich bin am Überlegen, ob ich den Engram Sonntag nicht mehr jede Woche machen soll, sondern halt immer nur, wenn ich genügend Engramme zusammen habe, damit das halt eine etwas größere Folge wird. Wie ihr seht, bin ich wirklich dazu gekommen. Es sind nur ein paar diesmal wieder. Weil ich jetzt dran bin und habe einen zweiten Account, der halt passend zu dem Kanal passt, halt ihn so genannt. Und darauf mich jetzt erstmal zu konzentrieren, dass der ein bisschen höher kommt und die ganzen Sachen kriegt und so, damit ich diesen hier so nach und nach einstauben kann. Also einfach mal von Null anfangen. Grund ist im Moment, es gibt einfach nicht mehr wirklich viel bei Destiny, was man machen kann. Was es Neues gibt. The Division habe ich, könnt ihr auf dem Kanal sehen, die Beta getestet. Bin ich auch leicht enttäuscht von. Also ich habe mir mehr von erhofft. Von dem Spiel. Muss ich leider sagen. Ja. Aber egal. Machen wir jetzt. Fangen wir an. Mit dem Engram Sonntag. Wie immer erst die legendären und dann gehen wir rüber zu den exotischen. So. Eine gute Waffe. Gucken wir. Wir haben gekriegt die Chaos-Taube. Mit dieser Waffe verursachten Schaden erhöht ihre Stabilität. Diese Waffe bereit zu machen, gewährt kurzzeitig Bonuspräzision. Muss mal kurz hier was umstellen. So. Dann haben wir bekommen Handschuhe, erhöhte Granatenwurfweite, erhöhtes Nachladetempo von Automatikgewehren. Wir haben die Clown des Ahamkaras auf 3.10 für den Warlock daraus gekriegt. Interdeckt-Stärke, erhalte eine zusätzliche Nahkampfaufladung, dann erhöhtes Nahkampfangriffstempo, schnelleres Nachladen mit Handfeuerwaffen. Meine persönlichen Favoriten gewesen für den Warlock damals. Halt wegen dem Nahkampf und dem schnelleren Nachladen für Handfeuerwaffen. Genial einfach nur. Ja, Interdeckt-Stärke, erhöhtes Nahkampfangriffstempo, erhöht das Nachladetempo von Pistolen. Dann Disziplinstärke, erhöhte Granatenwurfweite, schnelleres Nachladen mit Scharfschützengewehren. Brustpanzer, das ist, die ist aus dem Eisenbahner. Dann Intellektdisziplin, erhöht die Menge an Automatikgewehrmunition, die du tragen kannst. Erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach einem leeren Explosionsschaden. Disziplin und Stärke, erhöht die Menge an Scoutgewehrmunition, die du tragen kannst. Reduziert eigenen Arkus in Flammschaden. Umhang ist der hierbei rausgekommen, Intellektstärke, erhöht die Verbesserungsrate für Handfeuerwaffen und erhöht Rufverbesserung im Schmelzziegel. Zwei Artefakte sind auch noch rausgekommen, Disziplinstärke und nur mit Disziplin. Arkusgranaten haben die Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit erledigst. Und diese hat Solargranaten haben die Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit besiegst. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Finale der Folge. Versiegelte Armkaragriffe, fass mich bloß nicht an. Tarantella, nochmal Tarantella. Die Heilrüstung. Wappen von Alpha Lupi. Herz des Praxianischen Feuers. Graviton-Buße. Knochen von Eau. Dann haben wir nochmal zwei blaue dabei. Die verwahre ich mal, da bin ich im Moment an was dran. Aber dazu später mehr. Die Wahrheit. Donnerlord. Das letzte Wort. Der rote Tod. Ja. Gucken wir mal. Das letzte Wort auf 13. Bonusschaden und mehr Stabilität. Zusätzliche Präzisionsschaden beim Feuern aus der Hüfte. Diese Waffe hat zusätzliche Präzision beim Feuern aus der Hüfte.
Dann der rote Tod. Jeder Kill heilt dich und beschleunigt das Nachladen. Mit dieser Waffe ist das Zielen beim Feuern leichter. Dann die Wahrheit. Geschosse aus dieser Waffe suchen aggressiv ihre Ziele. Raketen aus dieser Waffe explodieren frühzeitig je nach Distanz zum Ziel. Der Donnerlord, je länger der Abzug gedrückt wird, desto schneller und präziser schießt diese Waffe. Kills mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig das Nachladetempo. Gravitonbuße. Der Helm für den Nachtpöcher-Fokus. Intellektstärke gewährt Schattenschritt. Lakaien der Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen wird Bonus in Superenergie. Schilder holen sich sofort nach Aufheben einer Sphäre. Schattenschritt ist zweimal auf Kreis. Ein Perk aus dem Nachtpöcher-Fokus, so braucht ihr ihn im Fokus selber nicht einstellen, wenn ihr diesen Helm tragt. Dann Hamkara-Griffe. Stärke, gewinne eine zusätzliche Nahkampfenergie und Nahkampfschaden, kann die Primärwaffe nachladen. Erhöht das Nahkampfangriffstempo, erhöht das Nachladetempo von Pistolen. Dann, fass mich bloß nicht an, Disziplinstärke, erlittener Schaden von Nahkampfangriffen macht dich kurzzeitig unsichtbar, erhöht das Nahkampfangriffstempo, schnelleres Nachladen mit Scoutgewehren. Ist ein Sinthandschuh für den Klingentänzer-Fokus. Die sind eigentlich, glaube ich, allgemein. Dann, die Tarantella. Intellekt, Disziplin, nur Disziplin. Akkuschaden von Lakaien der Dunkelheit ist reduziert. Akkusgranaten sowie Akkusklingen laden schneller auf. Erhöhte Menge an Automatikgewehrmunition, die du tragen kannst. Reduziert eigenen Akkus in Flammschaden. Hier ist Impulsgewehr, ansonsten beides gleich. Die Heilrüstung Brust für den Titan. 310 Disziplinstärke, erhalte eine zusätzliche Granatenaufladung. Erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach einmal nach erlittenen Solarexplosionsschaden. Du kannst mehr Munition für Spezialwaffen tragen. Wappen von Alpha Lupi. Die Titanbrust, Intellekt, super erzeugen eine zusätzliche Sphäre. Du kannst schneller wiederbeleben und wiederbelebt werden. Erhöht die Menge an Scout-Gewehrmunition, die du tragen kannst. Erhöht die Erholung für 5 Sekunden nach erlittenen Solarexplosionsschaden. Herz des baxanischen Feuers ist die Brust für den Warlock. Und zwar auch nur Intellekt, also 124 Intellekt, schon richtig gut. Wenn Erleuchten aktiv ist, ist Agilität erhöht und Fähigkeiten, Abklingzeiten sind verringert. Erhöht die Menge an Handfeuerwaffenmunition, die du tragen kannst. Reduziert eigenen Solarentflammschaden. Schuhe, Knochen von Eau. Disziplinstärke verbessert deinen Doppelsprung mit einem zusätzlichen Sprung. Erhöht die Menge an Pistolenmunition, die du tragen kannst. Erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem Solar-Doppelkill. Heißt, Klingentänzer hat man dann endlich den Dreifachsprung beim Nachtbörscher und bei der Golden Gun. Wie heißt der Fokus eigentlich richtig? Revolverheld. Genau, ich nenne ihn einfach immer Golden Gun. Hat man dann einen vierten zu dem dritten halt dazu. Ja. Ja, Leute, das war's mit dem Engram Sonntag. Ich gucke nochmal kurz, was für ein Rang ich eigentlich bei dem Kryptarchen bin. Kann ich das eigentlich gucken? Rang 153. Ja, da sind schon ein paar über die Ladentheke gegangen, ein paar Engramme. Ja, Leute, wie gesagt, das war's für diese Woche. Ich werde hier nochmal gucken, wie ich das jetzt mache, ob ich mit dem neuen Account ein bisschen mehr jetzt noch mache und so, weil ich habe da jetzt viel zu tun, aber ich guck mal, ob ich nächste Woche Sonntag das hinkriege oder halt immer nur alle 2 Wochen mache. Ja, das war's. In diesem Sinne, Leute, seid gespannt. Es wird noch einiges mehr kommen. Schönen Sonntag noch. Euer Fred und denkt dran, bleibt sauber.